Liebe Freunde, ich habe mir heute mal eine Umfrage bei der Bild-Zeitung angesehen. Na gut, ich weiß ja, Bild. Aber gut, wir wollen uns das trotzdem mal ansehen und ich habe eine ganz große Bitte an Sie. Bitte kommentieren Sie das Video und kommentieren Sie die Ergebnisse dieser Umfrage. Weil manchmal habe ich den Eindruck, vielleicht bin ich ja bescheuert. Kann sein, vielleicht erkenne ich das auch nicht. Und wenn das so sein sollte und ich diese Umfrage überhaupt nicht verstehen kann, dann kommentieren Sie das bitte. Vielleicht kann ich ja auch noch was lernen, weil ich kann es nicht nachvollziehen. Also bleiben Sie dran, lassen Sie vielleicht ein Abo da und jetzt geht's los. Liebe Freunde, vielleicht werden mich heute nach diesem Video viele Leute schassen und sagen, was ist das für ein Idiot. Aber da brauche ich vielleicht die Hilfe von Ihnen. Denn was hier in dieser Umfrage verbreitet wird, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und und ich sage Ihnen auch wieso. Eigentlich vertreten alle Altparteien die gleiche Politik. Da gibt es keinen Unterschied. Ob Sie nun die Sozis wählen oder die CDU oder die FDP oder die Grünen, ist alles der gleiche Rotz, der uns oder der die BRD in den letzten 4 Jahren auf dem Weg in den Untergang gebracht hat und ja, die 16 Jahre vorher mit Merkel auch. Aber wir wollen uns jetzt mal diese Umfrage ansehen, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Schauen Sie mal. Ganz groß, wen die Deutschen als Kanzler wollen. Und ohne jetzt direkt auf die Kanzlerfrage einzugehen, sondern nachher auf die Beliebtheitsskala der Politiker, die meisten Deutschen finden hier unseren Freund Pistorius als tollen neuen Kanzler. Es ist genauso ein Sozi wie Scholz. Er sieht genauso ein bisschen, ich will es freundlich formulieren, bodenständig aus wie Scholz. Und ich weiß nicht, wie man diesen Mann als Kanzler haben möchte. Jemand, der gesagt hat, Deutschland muss kriegstüchtig werden. Nein, Deutschland muss wieder verteidigungsfähig werden. Das ist natürlich auch wie kriegstüchtig. Aber warum benutzt man in diesen Zeiten solche Worte? Ich verstehe es nicht. Die Bundeswehr muss wieder auf den Stand der 90er zurückkommen. Da hat man damals nur 50 Milliarden Mark ausgegeben und nicht wie heute 70 oder 80 Milliarden Euro dieses Jahr, also mit dem Sondervermögen. Und damals hatte man 5.000 Panzer, 2.000 Flugzeuge, 300.000 Mann und 7 Millionen Reservisten. Heutzutage haben wir gar nichts mehr. Also Pistorius kann nichts. Er ist nur besser als Flinten-Uschi und die andere Dame, deren Namen ich vergessen habe. Aber wir kommen jetzt zur eigentlichen Fragestellung dieses Videos, was ich Ihnen jetzt zeigen möchte. Und das kann ich nachvollziehen. Gucken Sie mal. Einen Moment. Das sind Deutschlands beliebteste Politiker. Hier ist Pistorius mit 52,9%. Seine Partei hat gerade mal jetzt mit der neuesten Umfrage, ich gucke mal, ist auf 16%. Wie kann es sein, dass 52,9% diesen Typen gut finden? Eben gerade mit den eben gemachten Einschränkungen. Dann haben wir Söder. Söder hat während der C-Zeit so eine, muss ich genau sagen, was ich sage, so viel problematische Sachen erzählt, und war für Zwangsimpfungen und für alles Mögliche. Wie können den 48% gut finden? Verstehe ich nicht. Unser Freund Wüst, der in Nordrhein-Westfalen mit den Grünen regiert. Verstehe ich nicht. Wagenknecht. Bei Wagenknecht sehe ich die Sache ein bisschen anders. Die ist zumindest, die erkennt die Probleme, die wir haben. Das muss ich eindeutig zubilligen. Und das tun die ganzen Altparteien alle nicht. Sie erkennt die Probleme. Ihre Lösungsvorschläge sind allerdings, möchte ich mich auch nicht so äußern, das ist so abstrus, so krass. Friedrich Merz. Die CDU hat augenblicklich bei der letzten, wenn nächsten Sonntag Wahl wäre, was haben sie hier? 31%. Friedrich Merz, ich blende Ihnen das nachher mal ein, eines meiner letzten Videos ist im Prinzip nur eine, das soll ich da höher schieben, eine Merzel. Also er führt genau die gleiche Politik weiter fort wie Merkel. Und da ist nichts. Und wenn der drankommen würde, würde er zusammen mit den Grünen weitermachen.
Dann haben wir hier Cem Özdemir, unseren Bonus-Mind-Cem, der ganz gerne auch mal Sachen, die dem Bundestag gehören, in seine eigene Tasche wirtschaftet und der ein großer Verfechter der Warnweste für Hühner ist. Sie lachen? Gucken Sie mal, googeln Sie mal auf meinem Kanal. Warnweste für Hühner, Cem Özdemir. So, Boris Rhein fällt mir nichts ein, der ist mir nie drauf geachtet. Klingbeil, 40%. Klingbeil ist ein Linksaußen. Ein extremer Linksaußen. Wie kann man den gut finden? Wobei die SPD jetzt gerade mal bei so 14% liegt. Wie können 40% den gut finden? Dann haben wir Marie-Agnes Flack-Zimmermann, die größte Kriegsbefürworterin, die wir haben, mit Ausnahme vielleicht von unserem grandiosen, wer ist der CDU-Mensch, Kiesewetter. Das kann doch nicht sein. Können Sie das glauben? Ist irgendjemand unter Ihnen, der hier zuguckt, ein Freund von Marie-Flack-Zimmermann und sagt, ja, die finde ich ganz toll? Bitte, kommentieren Sie und erklären Sie mir, wie rum. Kubicki, vernünftige Ansichten, pöbelt auch immer zu Recht gegen die Regierungspolitik der Ampelkoalition und sagt immer, das ist ganz blöd und die ruinieren uns und alles ganz schlimm. Und wenn es dann um die Abstimmung geht, knickt er ein und macht mit. Tja, liebe Freunde. Carsten Lindemann, der ist so farblos, der sagt mir gar nichts. Ich weiß, dass der irgendwie bei der CDU der Generalsekretär ist oder so. Okay. Dann kommt das nächste. Die Grünen sind jetzt aktuell, gucken wir mal. Naja, bundesweit bei 10%. Ich glaube aber, sie werden bei der nächsten Wahl die 5%-Hürde nicht schaffen. Der Typ hat die deutsche Wirtschaft in rekordverdächtigen 3 Jahren an den Rand des Untergangs gebracht. Und er kann gar nichts, er weiß nichts. Sie wissen ja, wenn man nicht mehr produziert, ist man nicht unbedingt insolvent. 37% finden ihn gut. Also wenn jemand hier, der zuguckt, unter Ihnen ist, bitte auch kommentieren, kann ich nachvollziehen. Christian Lindner. Okay, da muss ich sagen, wenn man die FDP nicht mag, ist natürlich Christian Lindner ein Topmann für jeden, der die FDP nicht mag. Lindner hat es geschafft, die FDP in Rekordzeit zu ruinieren und zu versenken. Wir gucken mal, was haben wir bei der FDP augenblicklich bundesweit? 3,5%. Also die Umfragen sind die alle vom 26. Wobei ich das für sehr optimistisch halte. Die werden in den nächsten Bundestag nicht mehr reinkommen. Also ich vermute mal, das sind alles FDP-Hasser. Anders kann ich es mir nicht erklären. Aiwanger, okay, da bin ich nicht drin, das ist zu regional. Dann haben wir unseren Freund Olaf Scholz. Sozi, der die deutsche Wirtschaft ruiniert, ähnlich wie die anderen Karpeiken in der Ampelkoalition. Das Einzige, was ich ihm gut anrechnen würde, ist, dass er die Waffenlieferung in die Ukraine bremst. Ohne das wären wir vielleicht schon im Krieg. Das ist das Einzige, was ich ihm anrechne. Aber sonst, totaler Realitätsverlust. Er glaubt tatsächlich, dass er bei der nächsten Wahl Kanzler wird. Ja. Also. Annalena Baerbock. Die Außenministerin, die mal schnell in einem Nebensatz eine Atommacht den Krieg erklärt. Die nicht richtig sprechen kann. Die gar nichts kann. Die Gestik und die Mimik einer 14-Jährigen hat. Wie kann das sein hier? 35,8%? Wer ist das? Wenn hier jemand ist, der Annalena Baerbock gut findet, bitte lassen Sie einen Kommentar da und erklären Sie es mir. Ich verstehe es nicht. Alice Weidel, okay, die hat ungefähr den, gucken wir mal, was haben wir denn jetzt, die AfD? Die hat ungefähr den Prozentsatz an Leuten, die sie gut finden, den wir bei den letzten 3 Wahlen in Mitteldeutschland hatten. Das ist die Erklärung. Ich weiß, AfD mag nicht jeder, aber gut. Dann kommen wir zu Nancy Faeser. 35% der Leute finden die gut? Kann ich auch nicht verstehen. Erklären Sie mir das. Das ist eine der schlimmsten, das ist die schlimmste Innenministerin seit, ich weiß nicht, wann gibt es Innenminister? Wer war früher im Kaiserreich Innenminister, gab es ja schon. Oder unter den Kaisern. Das ist das Schlimmste, was Deutschland je passiert ist, wenn wir uns die innenpolitische Situation angucken. Dann haben wir noch Tino Chrupalla. Das ist ungefähr die gleiche Größenordnung wie oben bei Alice Weidel. Klar, ganz logisch. Dann haben wir die Tante hier,
die sagt mir so nichts. Gut, das sollte jetzt heute nur einmal eine große Fragestellung sein, wie man hier auf diese Prozentzahlen kommt. Ich kann es mir nicht erklären. In welcher Anstalt haben die Leute befragt? Von Bild. Oder haben sie gewürfelt und sich das selber ausgedacht? Ich weiß es nicht. Ich verstehe solche Auflistungen permanent nicht. Oder sind das Zahlen, wo es eben heißt, den finde ich. Ich weiß es nicht. Erklären Sie es mir bitte. Ich bin mit meinem Latein hier am Ende.